So Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk. Ihr hört, ich bin im Laden und ich wusste nicht, dass wir in der Gegend eine Kirche haben. Die bimmelt jetzt noch ein paar Minuten, aber ich muss das Video durchziehen. Wir haben gleich Pre-Release und ich will Pre-Release spielen. Ich habe Bock, dementsprechend könnt ihr das reinordnen, dass ich das für euch letzte Woche aufgenommen habe. Dementsprechend, ja, passt. Relativ kurz vor Ende des Monats kommt dieses Mal eben der Blacky Talk. Und dieses Mal, ja, mit einer Thematik, die etwas kritischer ist. Und zwar die Frage, wie sieht das aus mit Formaten in Magic? Ich habe ganz, ganz viele Anfragen schon bekommen gehabt, die gesagt haben, ey Blacky, ich weiß, es gibt Formate in Magic und ich spiele auch irgendein Format, Standard, Modern, egal. Was kannst du mir denn über die anderen Formate sagen und welche Vorurteile haben die denn und was stimmt davon und was nicht und was sind überhaupt die anderen Formate? Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was Formate sind. Wenn ihr nicht wisst, was Magic-Formate sind, dann solltet ihr euch darüber informieren. Da gibt es ganz tolle Seiten für. Hier geht es eher darum, für mich als Spieler, der Standard gespielt hat, Commander gespielt hat, Modern gespielt hat, Legacy gespielt hat. Ja, und auch die anderen alten, Extended und so, das interessiert ja keinen mehr. Aber ich habe eine Menge davon gespielt. Ich habe überall meine Füße drin gehabt. Ich habe alles davon wirklich von Anfang an immer wieder gesehen, wie es gespielt wird und wie es Spaß gemacht hat und was daran gut war, was daran schlecht war. Dementsprechend würde ich ganz gerne heute mit euch einmal darüber reden, was denn Vor- und Nachteile von Formaten sind und welche Vorurteile man einfach ausräumen kann. Und wenn ihr euch für irgendein Format interessiert oder sagt, ey, ich spiele eh nur das eine Format, was sagt denn dieser Typ vor der Kamera dazu, dann unten in der Timeline seht ihr auf jeden Fall die Kapitel und ja, was ich zu den einzelnen Formaten sage. Ich werde jetzt nicht jedes Format durchgehen. Ich werde nicht irgendwelche Fan-Made-Formate durchgehen, weil ich mir denke, nee, das macht nicht viel Sinn. Dann mache ich lieber die anderen Formate etwas ausführlicher. Und deshalb möchte ich beginnen mit Standard. Ja, Standard, als ich das gespielt habe, war das noch ein Format, was mehrfach rotiert hat. Das heißt, immer wenn ein neuer Block kam, ein Block bestand damals aus 3 Sets, immer wenn der kam, die erste Edition, flogen hinten eben Blocks weg, ein Block. Somit hatte man immer dieselbe Anzahl an Blöcken in Format und das hat sich dann schön durchrotiert. Mit dem Einfang von Arena haben sie das geändert. Spätestens davor war es auch schon, weil sie dann auf 2 Sets runtergegangen sind und dann auf 1 Set runtergegangen und so weiter. Aber spätestens mit dem Anfang von Arena haben sie etwas anderes geändert. Und zwar haben sie geändert, dass sie nur einmal im Jahr rotieren. Das hat ein anderes Online-Kartenspiel vorgemacht. Was fanden die ganz gut und deswegen haben die es nachgemacht. Ich finde es kacke. Die Rotation, die neue, ist einfach Mist. Es sind Karten wie Throne of Eldraine, die über 2 Jahre drin sind im Format. Und dann gibt es Sets wie jetzt zum Beispiel Ikoria, wo noch nicht einmal gespielt werden konnte. Es wurde nicht ein Paper Loros in Paper gecastet. Außer ihr durftet illegal während der Corona-Zeit Magic spielen. Aber ansonsten wurde noch nicht ein Loros in Paper gecastet in Standard. Ich meine, what the fuck? Das ist einfach nicht, das ist nicht fair. Sie können dadurch halt den Vorteil machen, sie können am Anfang einen starken Block machen, der das komplette Format bzw. die Rotation dominiert und einen Stempel aufdrückt. Also meistens die Hub-Sets wie jetzt zum Beispiel Innistrad oder davor Zendikar oder eben davor Throne of Eldraine. Und ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass das sind die Sets, die Standard irgendwie ein bisschen, naja, den Stempel aufdrücken, würde ich sagen. Dementsprechend, ja, finde ich nicht cool. Ich finde die Rotation an für sich, finde ich tatsächlich eine schöne Sache, weil Magic damit einfach konstant bleibt. Es ist immer wieder was Neues. Karten sind leicht anders. Wir haben angefangen mit Counterspell, dann gab es irgendwann kein Counterspell mehr im Format, sondern es wurde dann Abbrechen gespielt oder Mana Lake und auch diesen dann rausrotiert. Dann kamen jetzt andere Karten, die leicht anders sind, die Abbrechen mit Scry haben oder. Super interessant, dass man sich jedes Format neu einstellen muss. So, hey, welchen Taste von der Karte spiele ich denn heute oder welche Version spiele ich denn heute, weil alles ein bisschen, ja, ein bisschen anders ist. Was ich sehr, sehr cool finde, ich mag die Rotation ist Standard spielmäßig. Weil Monorot wird es immer geben, klar, aber Monorot ist nicht jedes Mal nur 3 ins Gesicht, 3 ins Gesicht, 3 ins Gesicht, habe ich gewonnen. Wenn der Monorot-Spieler 3 ins Gesicht macht, dann ist das schon sehr, sehr selten, weil ich weiß nicht, wann das letzte Mal Lightning Bolt gedruckt wurde. Das ist länger her, ich glaube 2013 oder so, also zumindest im Standard-Set. Und seitdem gibt es dann halt Lightning Strike und andere Karten, die halt wirklich im Standard drin sind und das Ganze sehr viel auffrischen. Und deswegen gerade für die Spielerschaft ist das, die regelmäßig Standard spielen, damit auch eine Rotation haben wollen, andere Sachen haben wollen, sehr, sehr schön. Ist auch, glaube ich, das einzig Positive, was ich über Standard sagen kann, ist die Rotation. Und dass es von Wizard supported wird mit Arena, Grand Prix,
alle möglichen, wenn Grand Prix dann wieder ein Ding werden. Ja, und dann war es das schon mal an positiven Sachen. Dann kommt es nur noch negative Sachen. Sowas wie, das ist meiner Meinung nach das teuerste Format in Magic, wenn man es über 10 Jahre lang spielt. Modern und so, dadurch, dass sie jetzt auch anfangen zu rotieren. Das Licht kommt gerade raus. Es tut mir ein bisschen leid, ich werde gerade so ein bisschen zum Two-Face. Dadurch, dass die anderen Formate auch ein bisschen rotieren. Unschön, ungeil, aber ist halt so. Aber ihr müsst euch mal vor Augen führen, wenn ihr jetzt jemand seid, der jetzt nicht passend zur Rotation dann seine Karten auf dem Zweitmarkt verkauft, um sich dann Karten auf dem Erstmarkt zu kaufen, sondern ihr seid ein Spieler, der einfach nur die neuesten Sets spielen möchte, Pre-Release mitspielt, Draft mitspielt, wirklich Geld da rein investiert und nach 2 Jahren sind eure Karten nichts mehr wert. Gut. Aktuell ist der Fall, dass eure Karten, wenn sie schon im Standard sind, nichts mehr wert sind. Aber das ist was anderes. Das ist ja sogar noch der Vorteil, weil so viel Wertverlust könnt ihr gar nicht haben. Aber deswegen ist Standard halt wirklich, wirklich schwierig für mich persönlich. Es gibt natürlich die Standard-Veteranen. Es gibt die Leute, die sagen, ja, voll geil, macht voll mega Spaß. Jede Rotation ist Beste. Es gibt immer wieder neue Karten, super was zu erdenken. Es gibt einen Grund, warum Arena so erfolgreich ist. Und das ist natürlich viel Brawl und so weiter. Aber es ist eben auch Standard. Und ja, dementsprechend ist Standard nun mal ein Ding und viele Leute mögen es, ich persönlich eben nicht. Weil ich mag meine Karten und ich mag es, meine Karten zu behalten und die weiterzuspielen. Das Schlimmste, was mir damals schon mehrfach passiert ist, ist, ich habe ein Deck gehabt und habe dann gesagt, hey, voll geil, ich mag das Deck. Und dann rotiert das raus. Und dann hatte ich nichts mehr davon. Geil. Und dann habe ich es hinten im Casual-Schrank liegen gehabt und habe Casual damit gespielt. Casual werde ich, by the way, auch nur ganz, ganz klein am Ende betrachten. Ja, und diese Lücke haben sie ja versucht zu schließen. Karten, die dann rausrotieren, damals Extended, danach Modern, aber Modern war das Gap zu groß. Gehen wir mal zu Pioneer. Pioneer ist ein Format, das ich etwas belächle. Die Idee von Pioneer finde ich großartig. Keine Fettsteine, das ist erstmal das Beste, was du haben kannst. Alleine vom Geldbeutel her. Früher oder später werden Fettsteine reinkommen, sind wir uns alle einig. Pioneer ist im Endeffekt ein aufgeblähteres Standard, weil es bis zu, lasst mich lügen, Return to Ruftica ist es, glaube ich, bis dahin alle Karten bis zum heutigen Standard spielbar lässt. Es gibt sehr, sehr viel Deckauswahl. Jetzt kommen ja demnächst die Challenger-Decks und all so Sachen. Es ist wirklich, wirklich cool, wirklich schön. Es ist ein lustiges Format. Das Power-Level ist okayisch, aber Wizards hat es in Grund und Boden gehauen. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr mit den Pioneer Challenger Decks und weiter das Ganze ein bisschen reviven, weil es wurde groß angekündigt als die große Neuerung, als der Erlöser von Magic für alle Leute, die Standard nicht ins Modern übertragbar waren. Für die war das Ding. Und ja, dann hatten wir einen Combo-Winter, einen Combo-Sommer, einen Combo-Herbst und Corona. Und keine Turniere. Und Wizards hat das Ding einfach fallen lassen und nie wieder was von gehört. Dann wollten sie sagen, okay, Pioneer Masters, bestimmt voll cool auf Arena, auch das haben sie fallen lassen. Da haben wir alle schon ein bisschen gebangt. Ich glaube aber, dass Wizards das Format nicht aufgeben wird und da eben auch ein bisschen was noch bringen wird uns, hoffentlich, alleine wegen der Challenger Deck. Aber sonst kann ich zu Pioneer nicht viel sagen. Ich habe es 2-mal gespielt. Ich fand Pioneer ziemlich langweilig, weil es halt einfach nur ein übergroßes Standard war, so ein Extended. Und Extended fand ich damals cool, weil ich die Standard-Sets damals cool fand. Aber dadurch, dass sie diese Änderungen gemacht haben in den Block-Sets, dass man eben nicht 3 Sets hat, in denen, keine Ahnung, Flashback supported wird, sondern maximal 1 Set. Oder jetzt wieder 2 irgendwie und dann doch nicht 2. Egal. Auf jeden Fall, dadurch ist es halt sehr, sehr strange, weil wenn ich dann Snow spielen möchte, dann kann ich halt, dann spiele ich halt Kaltheim Block Constructed mit 1, 2 anderen Karten. Und Pioneer war eine gute Idee, Modern war damals eine gute Idee, weil es eben diese riesige Anzahl an Sets gab, die irgendwo immer wieder mindestens jede Fähigkeit in 3 Blöcken, in 3 Sets hatten. Entschuldigung, Block-Set ist bei mir manchmal durcheinander. Das haben sie halt jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine Schwäche von Pioneer, die demnächst erst wirklich, wirklich zum Tragen kommt. Weil man spielt im Endeffekt Block-Constructed mit Thoughtseize, wenn man schwarz spielt. Das ist, ja, schwierig. Meine Meinung, wie gesagt, wenn ihr andere Meinung habt oder mir Sachen in den Kopf werfen wollt, so, ey, das hast du nicht bedacht und das hast du nicht bedacht, dann schreibt das unten bitte in die Kommentare. Lasst mich das wissen. Könnt mir das auch bei Facebook schreiben, bei Instagram schreiben, bei Twitter schreiben. Aber Hauptsache in Kommentaren antworte ich am meisten darauf. Bei den anderen Social-Media-Plattformen poste ich zwar eine Menge, bin aber nicht ganz so aktiv, was Chatten und so weiter angeht. Ja, und dann verlassen wir Pioneer schon wieder, weil zu Pioneer gibt es halt noch nicht so viel zu sagen. Es ist das neueste Format. Neueste Format, also das neueste Nicht-Fan-Favorite-Format. Und ja, es ist das, wie es ist. Es ist ein gutes Format und ich bin gespannt, wie das mit dem Format weitergeht. Und damit kommen wir zum nächsten Format, Modern. Modern ist ein Format, das ich persönlich sehr, sehr viel gespielt habe, gerade am Anfang, als es rauskam.
Einfach weil wir hatten Schockländer ohne Ende rumliegen und die Decks waren witzig und Gigi-Yiki-Combo haben wir damals auch schon gespielt im Casual. Das war, soweit waren wir also insgesamt nicht von Modern weg. Wir mussten uns zwar anmerken, dass wir halt ein paar Karten nicht spielen dürfen, weil Modern läuft halt von 8. Edition bis halt zum aktuellen Standpunkt plus ein paar Zusatzset. Das ist neu mit den Zusatzsets, das ist erst in den nächsten paar Jahren dazu gekommen. Ansonsten waren das wirklich nur die Standardsets, die zu einem großen Format aufgebläht wurden. Und es hat am Anfang keinen Spaß gemacht. Wir hatten so viele Artefakte rumliegen, weil Mirrodin gerade bei rumkam und alle Leute wieder sich auf Mirrodin gestürzt haben mit Affinity. Wir hatten so die schlimmsten Decks der Zeit, die einfach das komplette Format übernommen haben. Es war gruselig. Es war richtig gruselig. Ja, dann kamen die ersten Bans. Dann lief das Format einigermaßen wieder. Dadurch, dass man eben immer wieder neue Karten kriegt, die mit alten Karten rotieren und sonst was, und dass das Format sehr, sehr groß ist, hat man halt eine riesige Deckauswahl. Das heißt, selbst wenn das Deck gebannt wird, kann man entweder was anderes spielen oder das Deck leicht anpassen, es sei denn, es wird die Main-Karte gebannt. Und ja, manche Decks überleben selbst das, wenn die Main-Karte gebannt wird. Dementsprechend, das ist schon ganz, ganz cool und ganz konstant gewesen. Dann kam Modern Horizon 1 und wir hatten auf einmal einen riesigen Rotationsshift im Format. Modern Horizon 1 hat Modern zu einem sehr schwierigen Format für mich gemacht, weil Modern Horizon 1, das, was sie immer verteufelt haben im Modern, was super viel rausgenommen wurde mit Fast Mana, Gratis-Spells und sonst was, einfach wieder reingekippt hat. Smarter Move? Weiß ich nicht. Haben sie daraus gelernt? Nö. Weil dann kam Modern Horizons 2. Modern Horizons 2 hat genau dasselbe gemacht. Sie hat auch hoffenweise Gratis-Spells reinkippt und ein viel höheres Power-Level als die ganzen Standard-Sets. Weil bis dahin waren es ja einfach nur Standard-Sets, die eben in Power-Level gestiegen sind. Sowas wie Mirrodin oder Ravnica, Innistrad oder gefallen sind. Sowas wie Kamigawa, Dominaria und ähnliches. Ja, ich sag mal, dass der Power-Level von Modern Horizons 1 und Modern Horizons 2 war durch die Decke. Und wenn ich jetzt mir die letzten FNMs mal angeguckt habe, ich bin an jedem Tisch vorbeigelaufen, da lagen Modern Horizons 2 Karten. Egal welches Deck. Ich habe im Modern immer noch ein Deck. Das ist mein Eldrazi in Texas, was ich regelmäßig spiele, wo ich auch tatsächlich Modern Horizons 2 Karten mit reinnehmen musste, um teilnehmen zu können, um überhaupt mithalten zu können. Aber das Deck habe ich auch schon seit 2018 oder 2017. Wann kam die Eldrazi raus? Also auf jeden Fall seitdem habe ich dieses Deck und es hat sich fast nicht verändert. Dementsprechend, man kann schon davon reden, dass man sehr lange dasselbe Deck spielen kann. Und es ist nicht so, dass ich jetzt ein Tier 1 Deck spiele und damit nur rocke, sondern wer in meiner History in Instagram mitgekriegt hat, dass ich halt mehrere FNMs Top 3 gemacht habe, ohne Probleme, ja, das war immer mit diesem Modern Eldrazi Texas Deck von vor 3 Jahren. Nachteile von Modern ist unendlich teuer geworden. Es ist wirklich teuer geworden, gerade durch die Rotation, gerade durch das, wie es kommt. Und viele Leute erkennen den Geist von Modern auch nicht mehr. Es ist mittlerweile, was ich persönlich ganz cool finde, was viele andere bekritisieren, ein Legacy Light. Keine Duels, Force of Will abgeschwächt, es hat noch keinen Daze und kein Brainstorm. Mich würde es nicht wundern, wenn sie demnächst Ponder entbannen, damit sie Delver-Strategie stärken. Keine Ahnung. Daze jetzt in dem wunderschönen nächsten Jahr rauskommenden Herr der Ringe-Set machen, was dann auch Modern legal wird. Was ich total seltsam finde, weil es ist kein... Egal, lassen wir das. Es ist super strange, was sie mit Modern aktuell machen. Meiner Meinung nach wollen sie Modern so weit bringen, dass man Modern anfangen kann zu fusen mit Legacy und daraus aus zwei Formaten ein Format zu machen. Und zwar ein Reserved Listless Format. Das heißt, ob man das jetzt möchte oder nicht, ob es da positive oder negative Feedback gibt, das ist das, was ich glaube, was dem passieren wird. Jetzt nicht in den nächsten 1-2 Jahren, aber so in 5-6 Jahren wird das passieren. Und darauf müssen wir uns meiner Meinung nach einstellen. Ich hoffe es nicht. Ich mag Legacy und ich mag Modern, so wie sie sind. Und ich hoffe, dass sie Modern nicht noch weiter in dieses Legacy Light verwandeln, obwohl ich dann mehr Spaß dran habe. Aber ich höre die Worte aus unserer Community und die sind nicht so positiv. Vorteil von Modern natürlich noch, muss ich noch kurz einwerfen, Wizards mag Modern. Dementsprechend kriegt man immer neue Karten. Das ist zwar auch eine Cash-Cow, also ihr werdet dann hart gemolken und euer Geld ist sehr, sehr wichtig, aber auf euch wird wenigstens gehört, weil ihr seid ja auch eine Cash-Cow. Dann kommen wir zu dem Format, was ich gerade eben schon erwähnt habe, Legacy. Legacy ist ja mein Main-Format, in dem Format, in dem ich mich am meisten bewege, wo ich irgendwie 40, 50 Decks mittlerweile gefühlt habe. Aktuell kann ich, glaube ich, über 20 Decks aufbauen. Nicht gleichzeitig, aber ich kann sie aufbauen. Ja,
oftmals als das teuerste Format verschrien. Sehe ich anders. Ich hatte mal einen Blackie Talk über Budget Legacy gemacht. Könnt ihr da oben finden. Ist meiner Meinung nach auch vollkommen okay, dass man eben auch Budget spielen kann und andere Sachen eben auch schwächer spielen kann. Man muss nicht immer Full Power spielen, um Legacy mitzuhalten. Das ist das Schöne an Legacy. Legacy ist alles von Anfang bis Ende mit einer Bandlist. Richtig cooles Zeug da drin gespielt, aber auch hier sieht man, Modern Horizon 1 und Modern Horizon 2 hat einen riesen Einfluss, weil das Power-Level doch riesig war. Weil gerade für Legacy ist es super interessant, wir haben auch fast alle Standard-Sets drin, beziehungsweise wir haben alle Standard-Sets drin und noch Sachen obendrauf. Wir haben die ganzen Commander-Sets, wir haben diese ganzen Zusatz-Sets wie Battle Bond und Conspiracy, gerade Conspiracy. Und wir haben damit sehr, sehr viele Möglichkeiten mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sachen und richtige Powerhäuser teilweise dabei, die wir einfach spielen können, was sehr, sehr viel Spaß macht. Meiner Meinung nach ein super hochinteraktives Magic, wo Modern eben jetzt aktuell auch hingetrieben wird, weil viele Leute denken so, ja okay, dann macht der Turn 1 Combo, ich habe gewonnen. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Mein Main Deck, Devon Texas, ist ein Deck, was mit Mono Weiß jedes Combo Deck irgendwie challengen kann. Es sei denn, es ist Elfen. Aber das ist was anderes. Nicht jedes Deck kann immer Öl machen und die meisten Decks haben mittlerweile was dagegen, weil wir haben einen riesigen Kartenpool, aus dem wir wählen können. Wir können wählen, okay, wir nehmen das jetzt, weil das gegen das gut ist oder das gegen das. In Legacy ist es sehr, sehr wichtig, wie dein Sideboard aussieht. Dein Mainboard ist aus verschiedenen Bausteinkastensystemen zusammengebaut und ja, das Sideboard ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist meiner Meinung nach sogar noch wichtiger als das Mainboard. Nachteil von Legacy ist und bleibt der Preis. Ich kann es nicht denyen, dass Legacy ein paar der teuersten Decks hat von allen gespielten Formaten. Ich rede jetzt nicht von Vintage. Ja, Lands kostet aktuell, ich glaube, 14.000 Euro. Ja gut, aber das ist halt, wenn man Lands spielen möchte. Devon Texas kostet, glaube ich, 800 aktuell. Was schon ziemlich teuer ist dafür, dass man das mal für 400 kaufen konnte. Lang kein Reprints mehr gekriegt. Modern wird es auch mal populärer. Der Vorteil, den ihr im Legacy habt, im Normalfall kauft ihr euch ein Deck und behaltet es für Jahre. Ich spiele Texas jetzt seit, ich weiß es schon gar nicht mehr, lange. Ich habe auch andere Decks wie Burn oder sonstige Sachen, die einfach ewig nicht lange sind. Das sind die kleinen Decks. Auch die großen Combo-Decks, wo man sagt, boah, warte, was, du spielst gerade Bomberman. Was ist das denn? Das habe ich ja schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich denke da, ja geil, Bomberman, Ding. Jetzt auf einmal ist Painter Servant aktuell richtig stark wieder. Das habe ich schon vor 10 Jahren oder so gesehen. Also da, wahnsinnig cool. Es sind natürlich immer neue Nuancen drin. Man muss natürlich immer wieder mal ein paar neue Karten kaufen, aber nie ein komplett neues Deck, dass man sagen muss, hey, was du da spielst, ist so veraltet, da spielt niemand mehr, das ist Müll, wirf das weg. Das kann im Modern passieren. Oder im Standard, hey, du hast 2 Jahre lang nicht Magic gespielt, deine Karten sind nicht mehr legal. Das passiert auch nicht. Und deswegen mag ich Legacy sehr. Die Community ist der Wahnsinn, die Decks sind der Wahnsinn. Wenn man sich einmal eingefressen hat, macht Legacy richtig Spaß. Aber es ist auch nur ein Format wie jedes andere. Auch dieses Format hat Stärken, auch dieses Format hat Schwächen. Schwäche ist zum Beispiel, wenn man wirklich damit rechnet, dass man jederzeit immer wegkontrolliert wird. Es gibt Spieler, denen macht das keinen Spaß. Die wollen nicht jederzeit immer wegkontrolliert werden können, sondern die wollen eben auch mal ausrasten können, wenn sie die richtigen Karten haben. Und dann ist Legacy nicht das Format für euch. Ja, dann kommen wir, schiebe ich mal ganz kurz so, Vintage spielt niemand, ist viel zu teuer und nur für alte Menschen da. Für Leute, die Vintage sich nicht leisten können, die spielen Oldschool. Pre-Modern ist das großartige Format, wo ich mit dem nächsten Deck machen werde. Das ist auch gar nicht so teuer. Auch ein sehr cooles, sehr interessantes Format, weil es eben gedeckelt ist. Also ihr habt keine neuen Karten, die dazukommen. Ihr habt maximal Reprints, die da in diesem Format happen können. Mhm. Und ja, dementsprechend ist das wirklich sehr interessant, wie man das da halt wirklich aufbauen kann. Ich persönlich habe da jetzt noch keine Erfahrung drin, deswegen habe ich sie auch mal rausgenommen. Vintage habe ich auch nur 1-2 Mal gespielt und Oldschool noch gar nicht. Ähnlich wie hier Commander, diese ganzen Commander-Formate lasse ich beiseite. Pauper ist ganz witzig, man spielt eben nur mit Kamens aus allen Zeiten, hat das Problem, man hat immer nur 2-3 Decks und alle anderen Decks kann man in die Tonne kloppen, dann schreien die Pauper-Leute nach Bannings, spielen noch nicht mal mehr ihre ganzen Formate, ihre Turniere und was nicht alles, sondern hoffen auf ein Banning und ja, dann bannen die das und dann kommt das nächste. Auch nicht so meins. Dann gibt es noch 1000 Fan-Favorites-Formate, die werde ich alle nicht besprechen. Was ich noch machen möchte, ist Commander. Natürlich darf Commander nicht fehlen. Die Cash-Cow schlechthin. Das, was Casual abgelöst hat. Casual war damals so immer alles das, was Kitchen Table, was am Feld gespielt wurde, was in der Küche gespielt wurde. Jeder hat so alte Karten vom Bruder, die wurden dann mit den neuen Karten aus Standard gespielt. Und man hat einfach gegeneinander gespielt. Das ist Casual. Commander war
am Anfang auch so ein Casual-Format. Commander wurde von ein paar Judges erfunden. Die haben das weiterentwickelt aus Elder Dragon Highlander, was eben nur mit Elder Dragons als Highlander Commander gespielt hat. Und so war das eine sehr interessante Geschichte. Commander ist das Format schlechthin. Commander nimmt, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, 60% oder 70% aller Spieler ein. Es ist das Casual-Format schlechthin. Man findet keine Casual-Spieler mehr. Man findet nur noch Commander-Spieler. Commander-Spieler gehen halt von A bis Z, also von 0 bis 10 in ihrem Power-Level. Sie können mit 0 starten. Das ist schwächer als ein Precon. Ich weiß nicht, was ein 0er Commander-Deck ist. Wahrscheinlich nur Basics, so vom Power-Level. Und wir haben 10er. Das sind die CDH-Sachen. Das sind die Leute, die Vintage- und Legacy-Kombos durchführen. Turn 1, Turn 2. Das ist super, super krass und divers, wer dieses Format ist. Und deswegen findet in diesem Format auch jeder, was er möchte. Ihr wollt ein Tribal-Deck spielen? Kein Problem. Ihr wollt ein Combo-Deck spielen? Kein Problem. Ihr müsst euch damit auffinden, dass man euch hasst. Ihr wollt ein Kontrolldeck spielen? Kein Problem. Big Fatty Mana-Kreaturen? Kein Problem. Agro-Deck? Geht so. Mill-Deck? Kein Problem. Ihr habt einen bestimmten Tribe, den ihr cool findet? Kein Problem. Easy. Easy. Alles easy. Ihr könnt alles erstmal spielen. Und das ist großartig. Der Nachteil ist, Commander ist anstrengend. Ihr habt mit 4 Leuten auf dem Tisch, aktuell noch 4 Leute, das hat Corona und Spelltable haben das eingeführt, dass man nur noch 4 Leute nimmt. Ja, früher haben wir das auch mit 8 Leuten gespielt am Tisch. Oder 10. Das war ungeil. Vor allem, wenn du dann jemanden dabei hattest, der dann am Handy rumgetippt hat und dann das Handy wegklingelt. Was ist passiert? Du warst eine halbe Stunde am Handy. Du willst jetzt nicht eine halbe Stunde Recap haben. Okay, dann haben wir dem die halbe Stunde Recap. Und der Nächste legt das Handy weg. Was ist passiert? Und das ist grausam, das ist unendlich schlimm. Dementsprechend, irgendwann haben wir dann gerade bei so großen Gruppen Handyverbot eingeführt. Auf jeden Fall Commander, Multiplayer-Format. Ihr spielt 100 Kartendecks, also 99 Kartendecks. Jede Karte außer Basic darf nur ein einziges Mal gespielt werden, vom Namen her. Und ihr habt auch euren Commander. Das heißt, ihr habt eine legendäre Kreatur, die ihr immer wieder rufen könnt. In Yu-Gi-Oh! Gab es mal den Deckmaster. Auf jeden Fall, den ihr immer wieder rufen könnt, der immer wieder da ist und den ihr auch euer Deck aufbauen könnt, wenn ihr unbedingt wollt. Das machen zum Beispiel die Voltron-Decks ganz gerne. Wie zum Beispiel auch mein Ojo-Tai theoretischen Voltron-Control-Deck ist. Super interessant. Aber mit diesem Commander kommen natürlich auch Problematiken. Weil diese Power-Scale von 0 bis 10 hat das Problem, dass alle Leute sich beschweren. Ist CDH, das ist viel zu schwach. Was für ein Quatsch spielst du denn hier? Warum spielst du mit uns? Du hast kein Power-Level auf uns angepasst. Du bist der Spike bei uns in der Gruppe. Du bist viel zu krass unterwegs. Immer musst du Combo spielen. Das Geweine ist riesig. Es ist, glaube ich, die größte Aufgabe von Commander, Commander-Spielgruppen zu erstellen, sie zu definieren und durchzubringen. Und das ist anstrengend. Das ist viel zu tun und glaube ich, wenn man irgendwelche Commander-Videos sieht, geht es immer nur um, oh, wie kann ich mein Power-Level anpassen oder guck mal, hier ist ein cooles Deck. Das sind so, ja, die zwei Sachen. Regel 0. Regel 0 gibt es auch noch, weil es ist ja ein Casual-Format. Regel 0 sagt, was ich persönlich sehr cool finde, man darf auch Gold-Border-Karten, man darf alles möglich spielen, Silver-Border-Karten, irgendwelche Fun-Karten, selbst diese komischen Playtest-Karten, die jetzt in den Mystery-Boostern drin sind, selbst die kann man da drin spielen und Spaß haben, solange die Formatgruppe das eben sagt, das ist cool, das machen wir, das ist okay. Und da ist eben, wie gesagt, der Knackpunkt, dass eben diese Commander-Gruppen sehr, sehr schwierig sind. Ich kann nicht meinen Commander-Deck nehmen und irgendwo nach Hamburg fahren und sagen, hey, ich setze mir einen Tisch und spiele Commander mit euch mit und wir haben dasselbe Power-Level. Natürlich kann ich mich da hinsetzen und mitspielen. Entweder werde ich überrannt oder ich überrenne die oder ich habe zufällig mehr Glück und finde dieselbe Power-Level. Das passiert aber nie. Wenn ich ein anderes Format habe, Standard, Modern, Legacy, dann gehe ich hin und sage, hey, ich nehme mein Deck mit. Ich setze mich dahin und ich weiß genau, was mich erwartet. Das Format ändert sich nicht, je nachdem, wo ich bin. Commander ändert sich auch nicht. Nur das Power-Level der einzelnen Spielgruppen. Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Und auch meiner Meinung nach großer Nachteil von Commander. Auf der anderen Seite ist Commander super entspannt. Wir haben es damals teilweise so gemacht, wir haben Kasten Bier unter den Tisch gestellt und haben gesagt, entweder ist der Kasten Bier leer oder unsere Commander-Runde ist Ende. Je nachdem, was zuerst passiert ist, war dann eben rum. Und dann haben wir ganz viele Leute auch angefangen, CDH zu spielen, hatten dann ein dediktiertes CDH-Deck, also Competitive Commander, wo es eben darum ging, schnell Kombos rauszuhauen, schnell einen Lock rauszuhauen oder schnell den Gegner einfach von allem abzuschneiden, damit er nicht mitspielen kann. Die waren dann dedizierte CDH-Decks, das haben wir damals noch einigermaßen hinbekommen. Aber auch da war schon, ich meine, mein Meeren und mein Unterteil, die waren da schon am Schwimmen dazwischen und wurden dann auch immer schon gefokust. Ähnlich wie auch das Remasuri-Deck von einem Kollegen oder ja, Skullbrayer.
Auf jeden Fall war es wirklich so, dass man wirklich sehr, sehr interessante Decks zusammengestellt hat und im Commander das auch einfach machen kann. Und deswegen Commander eben auch für jeden was bereithält und meiner Meinung nach die Zukunft des Casuals ist. Wie gesagt, Casual, jeder spielt das, was er möchte. Es gibt keine Bannedlist, wir spielen einfach nur Kram vor uns hin. Das existiert praktisch nicht mehr, was ich sehr schade finde. Also die 60 Karten Casual Decks, jede Karte viermal, das existiert praktisch gar nicht mehr. Finde ich sehr, sehr schade. Auch wenn jeder von uns so anfängt, jeder von uns wird dann durch Arena und andere Sachen eben in Standard getrieben oder in ein anderes Format getrieben. Und in diesem Format hat man dann eben Meta-Sachen. Und sobald man Meta-Sachen hat, ist man kein Casual-Spieler mehr. Deswegen ist Commander auch so halb Casual, weil gerade im CDH gibt es eben auch Meta-Sachen. Beispiel im normalen Commander müssten es dann die Staples sein. So oder so, sehr, sehr interessante Thematik. Kommen wir noch ganz kurz zum Abschluss zu meiner Frage. Was ist das coolste Format? Meiner Meinung nach ist es Legacy, das wisst ihr. Aber jedes der anderen Formate hat Vorteile. Jedes der anderen Formate hat Nachteile. Jedes Format kostet Geld auf seine Art und Weise. Modern kostet zum Einsteigen mittelmäßig viel Geld, zum Dabeibleiben mittelmäßig viel Geld. Insgesamt addiert sich auch das viel Geld. Standard kostet wenig Geld zum Einsteigen. Über die Jahre hinweg kostet es immer wieder mal wenig Geld, um dabei zu bleiben. Im Endeffekt kostet es auch viel Geld. Legacy kostet am Anfang sehr viel Geld und zum Dabeibleiben sehr, sehr wenig Geld. Im Endeffekt habe ich mal ausgerechnet, ich glaube, über 10 Jahre hinweg ist es so, dass man mit keinem Format teurer oder günstiger rauskommt. Es ist nur eine Einstellungssache. Ob man sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, 10.000 Euro da reinzubuttern, übertrieben 10.000 Euro, oder ob man sagt, ja, im Laufe von 10 Jahren kann ich 10.000 Euro da reinbuttern. So oder so, man verliert 10.000 Euro. Welches Format für euch das Beste ist? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber es ist auch gleichzeitig das, worüber sich jeder im Klaren sein muss. Wir hatten schon so viele Leute, die gesagt haben, oh, ich bin eigentlich Commander-Spieler, ich liebe Competitive Commander. Und ich dann gesagt habe, hier, spiel doch Legacy. Was denn Legacy? Nee, das ist zu teuer. Ich so, du hast schon das. Oh, jo, ich habe das Deck fast fertig. Richtig. Jo, voll geil. Seitdem haben wir Legacy-Spieler mehr. Genauso andersrum. Leute, die im Modern saßen, sagen, oh, ich würde viel lieber hier so ein Dino-Deck spielen und einfach Leuten ins Gesicht boxen, wo ich sage, dann geh Commander spielen. Und die so, ja, aber Commander ist alles so komisch und mit den Karten so. Ich so, probier es aus. Zack, hatten wir einen neuen Commander-Spieler. Deswegen, das ist wirklich wichtig. Guckt in den Formaten rum. Ihr könnt ganz, ganz oft auch in die Formate reinschnuppern, Decks leihen, proxen, irgendwas machen. Irgendwie könnt ihr da bestimmt mit den Leuten in Kontakt treten. Guckt, was ihr an Communities bei euch in der Gruppe habt oder auch im Local Game Store und ähnliches, in der Gruppe, in der Gemeinde, im Dorf, in der Stadt, wo auch immer. Und guckt euch alles an, weil aus jedem Ding kann man irgendwo was rausziehen und sagt, hey, daran habe ich Spaß. Ihr müsst ja nicht alles Main spielen, aber mal hin und wieder mal in die anderen Formate reingucken und mal was anderes erleben, was über den Tellerrand hinausgeht, ist schon was sehr, sehr, sehr Feines und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ihr müsst nicht so krank wie ich sein, der für jedes Format einen versucht, ein Deck zu haben und immer wieder auf dem Laufenden zu sein, um immer mitzuspielen, aber ihr könnt zumindest mal reingucken. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr das Video euch gefallen hat, wenn ihr bestimmte Sachen habt, wenn ihr darüber reden möchtet oder sonst was, bitte, bitte, bitte schreibt es mir. Ich möchte sehr, sehr gerne mit euch in Kontakt treten. Ihr könnt gerne abonnieren, liken. Ich bin ganz schlecht darin, das irgendwie unterzubringen. Ansonsten Instagram, Facebook, Twitter. Twitter ist so, okay. Könnt ihr noch weitere Informationen von mir bekommen? Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Alblexate. Ciao, ciao.